Ja, servus, da sind wir auch schon wieder. Willkommen zum nächsten Part von Grand Theft Auto San Andreas. Wir hatten im letzten Part uns noch ganz schnell eine erste Waffe geholt und ja. Also, was hat sich geändert? Eigentlich nicht viel, nur dass ich die Auflösung etwas höher gedreht habe und sehr gut, also die Magazine sind hervorragend. Ja, also wie gesagt, Auflösung ein bisschen höher gedreht. Ich hoffe, das merkt man im Video und Return to this video? Ja. Okay, machen wir... Okay. 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 Ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Sinnloses Videospiel in GTA San Andreas entdeckt. Also hier machen wir mal das nächste Mal echt ein Let's Play. Ja, wartet mal. The Crawl from Danus. Ein Let's Play The Crawl from Uranus. Ach, Uranus. Ja. Also dann. Wir wollen jetzt aber San Andreas und nicht das andere. So. Und das sieht nun mal vor, dass wir jetzt erstmal sehen, dass wir Texturen haben. Boah, was ist denn da passiert? Wir haben angerufen. Wir wurden angerufen. Hallo? Hallo. Ja, servus, grüezi, wie geht's denn so am Telefon? Wollen Sie Pizza bestellen? Buene Pizza. Ich komme auch hier mit schon mit dem Faustring, wo das Ding ist. Ja, wir wollen das aber jetzt nicht wissen, weil, wie gesagt, wir hören nichts, wir sehen nichts und... Ja. Nächste Mission. Rider. Ja. Also, wie gesagt, die ersten Missionen von San Andreas sind bekanntlicherweise Tutorial. Das heißt, uns wird so langsam, aber sicher das Spiel beigebracht. Und sobald man aus Los Santos raus sind, geht es eigentlich nur noch weiter. Also, es geht eigentlich im ganzen Spiel weiter, dass wir immer neue Sachen dazulernen. Also, im Großen und Ganzen kann man sagen, das Spiel wird immer besser, je weiter man zockt. Also, deswegen... spiele ich auch San Andreas jetzt mal hier Let's Play technisch und hab ich doch gerade noch die Texturen gelegt. So, kleines Experiment, wie gesagt, ich habe, das habe ich noch gar nicht gesagt, also ich habe, wie gesagt, vorhin schon, ich habe vorhin schon mal versucht, ohne, wie gesagt, eine Aufnahme zu starten, dann ist mir allerdings San Andreas einfach mal abgekratzt. Fraps hat ja zwar aufgenommen, aber ja, leider war dann am Ende hart unterbrochen und das wollte ich dann doch nicht hochladen und außerdem hat sich gespeichert und dann ja, habe ich mir gesagt, ach, machst du einfach alles nochmal neu und ja, da sind wir hier. Okay, wir gehen jetzt zum Barbier, also hier Bartmann. Mein Plan am Anfang, Geld sparen. Ich bin Sparfuchs. So. 50, das müsste das billigste sein. Hey, Eddie Murphy Style. Nehmer. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Auf jeden Fall, das Spiel müsste etwas flüssiger laufen, also von dem Laden her. Ich habe da sowas Kleines installiert, das rechnet dem Game etwas mehr Leistung zu. Es hat gerade im Hintergrund noch geladen. Ja, etwas mehr Leistung zu und da sollte es also flüssiger laufen. So. Weniger über mich gequatscht, sondern mehr über das Spiel. Wir sind jetzt hier beim The Well Stack Pizza Corporation. Ja, und uns wird natürlich vom Tutorial her gesagt, wir sollen oft essen, damit wir keine Energie verloren kriegen und damit wir auch schön fett werden. Also jetzt nur mal um ein bisschen jetzt zu philosophieren, ich gehe auch immer gerne, wenn ich meinen Arm verloren habe, zur Dönerbude nebenan und hole mir da erstmal einen fettigen Döner und dann ist er wieder dran. So, will ich ja nur mal gesagt haben. 2 Euro für eine Cola. Oh ne, für eine Limonade muss man ja sagen. In den 90ern gab es ja keine Cola. Fritten und ein Stück Pizza. Dafür 2 Dollar. Das geht ja nimmer.
So, aber auch nur einmal. So, unser Freund, der hier eine San Andreas Mütze trägt und dessen Schuhe auch sehr zeittypisch sind, überfällt jetzt erstmal Laden. Sehr geil. Was ich sagen wollte, ab so ungefähr der Hälfte spiele ich das Spiel eigentlich blind. Das heißt, ich bin so bis zu hier The Truth gekommen, habe für den auch schon ein paar... Oh Gott, eine Schrotflinte. Yo, weil der Pizzadienst von nebenan ja auch mal einfach so eine Schrotflinte hinter der Kasse hat. Ja, geil. Geile Idee. Sehr geile Idee. Haha. Zweite Waffe, yes. Okay, Idee geglückt. Und warum ist der Stallion kein Challenger? Ja. Muss ich zum nächsten Part mal korrigieren? Ja. Wundert mich jetzt eigentlich gerade sehr. Ich meine, ich habe das gemoddet. Jo. Laterne umgefahren. Das ist unsere finale fünfte Bild. Will ich jetzt Auto fahren, möglichst ohne uns dabei umzubringen. Ich weiß gar nicht, wie das ist bei den Tutorial so, wenn man sich da umbringt, wird man einfach spawnen und muss dann dahin laufen oder. Ja, sorry, ich versag nicht bei den Tutorials, also so ein bisschen Anspruch habe ich da schon. Later, home. Okay, der hat uns gerade gesagt, da wird uns noch immer was zum Thema Graffiti erklären. Ja, das hoffen wir einfach mal bis zur nächsten Mission. Jetzt weiß ich nicht, mache jetzt schon Pause, ist es aber schon zu früh oder? Ah, nee. Okay, ich weiß, was wir machen können, ich wüsste da etwas. Andererseits bei genau diesem Auto, beim Subaru, ist das Spiel jetzt mal abgekratzt. Es war genau auf dieser Straße. Ah ne, ist das? Ich hab eine Idee. Okay, ich hoffe, das hört mir jetzt nicht im Hintergrund, aber ich muss jetzt eigentlich ausmachen. Ich parke schnell dieses Auto in der Garage. Und dann mache ich auch schon aus. Dann mache ich aus. Nee, ich mache jetzt aus. Also, tschö, ich speichere jetzt noch und wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. Auf Wiedersehen!